Es ist krumm. Was davon ist krumm? Du bist krumm. Ich bin krumm. So, da sind wir bei Choose a Weapon Gaming News. Wir gucken uns die Woche vom 10. bis zum 16. November an. Einige Releases, aber nicht so arg viel Neues. Wir haben am Dienstag, den 11.11. Halo The Master Chief Collection für die Xbox One. Alle vier Hauptteile von Halo, also Combat Evolved 2, 3 und 4. Falls ihr noch gar kein Halo gespielt habt und eine Xbox One habt, ist das auf jeden Fall ein ganz guter Einstieg. Dann haben wir Donnerstag, den 13.11. Assassin's Creed Unity für PC, PS4 und für die Xbox One. Spielt dieses Mal in Paris des 19. Jahrhunderts. Und am gleichen Tag gibt es nochmal ein Assassin's Creed, nämlich ein anderes Assassin's Creed Rogue für die PS3 und für die 360, falls ihr die neuen Konsolen noch nicht habt. Und da spielt man einen Templer, der Assassinen jagt, also im Prinzip mal andersrum. Ebenfalls am Donnerstag, den 13.11. gibt es noch Lego Batman 3 jenseits von Gotham für jegliche Systeme draußen. Für Steam-User gibt es dieses Spiel schon am 11.11. Auch am Donnerstag gibt es noch Pro Evolution Soccer 2015 für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und für die Xbox One. Und auch noch am Donnerstag Shape Up für die Xbox One, falls ihr mal wieder ein bisschen fit werden wollt und ihr erst 70 Euro ausgeben müsst, dass ihr von eurem Arsch hochkommt. Wir gucken, ob es bei den Indie-Games auch was Interessantes gibt. Indie Now! Und bei den Indie-Games haben wir ja ein paar interessante Releases dieses Mal. Das erste ist Binding of Isaac Rebirth. Das kennen die meisten wahrscheinlich schon, haben wahrscheinlich viele schon drauf gewartet. Das ist das Remake von dem gleichnamigen Spiel Binding of Isaac. Neu dazugekommen sind neue Items. Inzwischen sind es über 450 Items, die man im Spiel finden kann. Bessere Performance, das alte Spiel war ja ein Flash-Game. Das ist jetzt eine komplett neue Engine, also 60 Frames 24/7. Und ein Koop-Modus gibt es jetzt in dem Spiel, das ist auf jeden Fall neu. Für alle Fans vom alten Spiel wahrscheinlich super interessant. Kostet 15 Euro, ist raus auf Steam, PS4 und PS Vita. Und wer PS Plus hat, kann sich das Spiel auch auf der PS4 kostenlos besorgen jetzt im November. Was ihr auch besorgen solltet mit PS Plus ist Frozen Sins. Das ist nämlich auch gerade kostenlos. Also auf jeden Fall interessant für alle Leute, die das alte Spiel schon gut fanden und wahrscheinlich auch für Leute, die es vielleicht noch nie gespielt haben. Könnt ihr euch mal anschauen. Außerdem jetzt raus ist Depth. Das ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Und zwar spielt man entweder als ein Taucher aus First-Person-Perspektive oder, und das ist noch ein Teil, aus Third-Person-Perspektive als ein Hai. Und das Ganze ist eben ein Multiplayer-Versus-Game unter Wasser. Ist also auf jeden Fall interessant für Leute, die auf asymmetrische Multiplayer-Games stehen, wie zum Beispiel Splinter Cell in einer Zeit. Jetzt auf Steam raus, wie gesagt, und kostet 23 Euro. Das dritte Release dieser Woche ist Photonic. Auch schon ein bisschen älteres Spiel, ist jetzt auf Steam raus. Es ist ein First-Person-Endless-Runner, würde ich mal sagen. Also wer diese Mobile-Games, wo man einfach nicht aufhören kann, so rennen kennt und springen muss. Das Ganze in First-Person-Perspektive und einer super minimalistischen, aber ziemlich coolen Optik. 10 Euro. Kostenloses Spiel diese Woche ist wieder ein Flash-Game, heißt Galactic Dump. Das ist ein Puzzle-Game, in dem man Planeten und Monde mit Schwerkraft verknüpfen muss und dann das Ganze eben so ausbalancieren muss, dass nicht das ganze Universum zusammenfällt. Ist auf jeden Fall super interessant, schaut mal rein, braucht wie gesagt nur ein Browser, ist ein Flash-Game und hey, News-Typ, was ist ein News-Typ? Was haben wir da? News-Typen? Der ist verbrannt. Der ist... Anscheinend ist der News-Typ verbrannt. Du brennst übrigens. Ich weiß, ich bin heiß. Eine News von sieht sie folgt aus. Far Cry 4 hat den Goldstatus erreicht und soll am 18. November erscheinen. Im selben Abendzug wurde der zweite Pre-Order-Bonus bekannt gegeben, und zwar Goat Farmer Horde Mode. Wie der Name schon sagt, muss man in diesem Modus oder in dieser Mission einen Ziegenfarmer vor Ziegendieben beschützen. Yay! In weiteren News. EA stellt die Entwicklung an ihrem MOBA Dawngate ein. Das hat jetzt ein Sprecher bekannt gegeben. Die Beta-Phase hat das Spiel leider nicht überlebt und die Begründung dafür war, dass das Spiel nicht so ist, wie EA es sich vorgestellt hat. Jeder, der in der Beta-Phase sein Geld oder Geld in das Spiel investiert hat, soll es erstattet bekommen, und jeder, der nichts investiert hat, kriegt auch nichts zurück. Blizzard kündigt ihr neues Spiel an. Das nennt sich Overwatch und wurde aus dem Project Titan, von dem wir vor ein paar Monaten berichtet haben. Das soll sich um einen Multiplayer-Shooter handeln im Stile von TF2, aber was dem Trailer zufolge nach so ein bisschen Dota-Einflüsse hat. Die Beta-Anmeldung ist zurzeit offen, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch da anmelden und mit etwas Glück in die Beta-Phase starten. Und last but not least, die EFF, die Electronic Frontier Foundation, hat einen Antrag gestellt, der alte Multiplayer-Spiele neues Leben einhauchen soll. Und zwar sollen serverbasierte Games aus dem DMCA, aus dem Digital Millennium Copyright Act, ausgeschlossen werden. Das heißt, dass Spiele, die von den Entwicklern eingestellt wurden, nachdem sie released wurden oder auch davor schon,
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und diese dann Server weiterhin betreiben könnte. Das schließt alles PC, Konsolen und Handheld-Games ein. Mobile-Games sind nicht näher erwähnt worden, aber wahrscheinlich fallen die auch mit unter die Handheld-Devices. Wen es interessiert, es gibt eine 5-Seiten-PDF unten in der Description. Das war's von meiner Seite für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiederschauen. Man hat irgendwas im Kopf überlegt und dann ist der Satz zerfallen und aus meinem Ohr gelaufen. Muss halt Prioritäten setzen. Übel. Halt dich. Wenn dir Haie gefallen, dann kauf dir Haie. Ihm gefallen schon Haie. Ah, das reicht nicht. 53 Minuten für, was deine, geht heute? Für deine Lebensgeschichte. Ich könnte euch erzählen, wie ich deine Mutter kennengelernt habe. Was hältst du von Russen für? Bitte? Was hältst du von Russen für? Putin ist schon witzig, wenn man wieder mal oben ohne auf irgendeinen Bären reitet oder so ein Scheiß. Ich glaube, das ist kein Photoshop. Die Kinder, wollte Indie Games kaufen. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Du brennst übrigens. Ich weiß, ich bin heiß. Wenn Putin sagt, es ist so, ich würde nicht widersprechen. Dann will ich nicht geslappt werden. Ich hab gesagt, dass TH klein ist. Ja. Was? Wann? Gerade eben. Gerade eben? Du musst es einstellen. Ach so, ja, weil er klein ist. Ja, sag ich doch. This boy is on fire. Also, wie soll ich das aussprechen? Worte. Benutze einfach Worte. Ich probier's.